Ja, hallo Leute, willkommen zu einem neuen Rouge-Video und ich muss ganz kurz synchronisieren. Kampagne, Kämpfe, Mehrspieler, Operation. Ja, heute mal eine Schlacht, die viele von euch schon kennen werden. Naja, sagen wir mal, 20 Leute werden sie wahrscheinlich schon kennen. Und zwar habe ich die gestern im Livestream live verspielt mit ein paar Abonnenten. Um noch ein bisschen Werbung für meinen Livestream zu machen, Freitag, Samstag oder Sonntag, mache ich abends immer einen Livestream. Und dort spiele ich damit Abonnenten Rouge oder spiele Battlefield 1942, beantworte grundsätzlich eure Fragen etc. Also wenn ihr da mal Interesse habt, dann könnt ihr mal am Wochenende bzw. Freitag, Samstag, Sonntag auf dem Kanal vorbeischauen, ob da irgendeine Ankündigung ist zu einem Livestream. Weil umso mehr Leute da sind, umso lustiger wird's. Und ich darf jetzt einfach mal behaupten, dass meine Livestreams immer recht unterhaltsam sind. Sonst hätte ich nicht konstant meine Zuschauer und das über 2, 3 Stunden. Also wäre es ganz nett, wenn da ein paar Leute vorbeischauen. So, genug Werbung gemacht für den Livestream. Jetzt fangen wir mit dem Gameplay an. So habe ich hier mit 4 Abonnenten gespielt, mit Heiko, also mir, dann Mr. Ja, nein, vielleicht, mit Marlon und dann nochmal mit einem anderen, wie hieß der jetzt nochmal? In Corny, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der ist leider rausgeleckt, weswegen ich seine Basis übernommen habe, was ein bisschen blöd ist, weil besser wäre es gewesen, wenn Marlon seine Basis übernommen hätte. So, jetzt meine Standardtaktik auf dieser Map. Das Nachschubdepot hier tarnen, die Nachschubdepots hier tarnen und einfach mal ein bisschen für Nachschub sorgen. Ja, es hat auch einer der ersten Gegner kapituliert ohne Grund. Und zwar hatte ich da ziemlich Glück. Das war der, der dieses Luftfahrzeug in die Luft geschickt hat. Und dadurch hatte ich ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen Luftabwehr zu bauen. Während hier Mr. Janine vielleicht schon mit schweren Bombern gekommen ist. Was uns später noch ziemlich viel helfen wird. Der Gegner hier drüben, Philipp, also der Deutsche, der bunkert sich hier ein. Aber richtig, also später hat er hier eine Abwehrstellung. Aber, also eine richtige Abwehrstellung, da kommt man eigentlich fast nicht durch. Aber ja, die Schlacht wird noch recht spannend. Ja, hier brauche ich ein bisschen Luftabwehr. Ich habe festgestellt, wir können hier mal ein bisschen vorspulen. Wenn ich sage ein bisschen Luftabwehr, meine ich ein bisschen viel Luftabwehr. Weil ich gesehen habe, dass der Gegner hier auf Luftwaffe geht und der hier sich einbunkert. Deswegen er wahrscheinlich auch irgendwann mal auf Luftwaffe gehen wird. Deswegen habe ich gedacht, das ist einfach mal das Klügste, Luftabwehr zu bauen, weil irgendwie jeder hier auf Luftwaffe geht. Ja, hier kommen die ersten paar leichten Bomber. Ich baue auch Flak 88 mm und jetzt hat Mr. Janine vielleicht kapituliert. Er ist auch rausgeleckt, leider. Dann habe ich aber seine ganzen Flugzeuge, sein Geld und seine Basen übernommen. Was zu meinem Vorteil wird, also ihr seht schon, ich habe hier jetzt 3 Leute übernommen und das ist verdammt schwer. Ihr könnt ja mal im Livestream, Link ist in der Beschreibung, auf Videos gehen, da seht ihr das Ganze nochmal live, leider nur 360p. Da könnt ihr nochmal mitverfolgen, wie ich das Ganze hier live gespielt habe. Da bin ich wirklich hier gesessen und so, okay, jetzt muss ich das hier machen, hier muss ich das machen, hier muss ich das machen und in der Mitte habe ich ja auch noch Einheiten, was mache ich damit? Könnt ihr mal angucken, es wird ja immer bei Twitch gespeichert, kann man sich im Nachhinein noch anschauen. Ja, dann habe ich hier jetzt eine Weile nichts gemacht. Ich muss ja schon überlegen, was ich jetzt mache, weil ich, wie schon erwähnt, 3 Basen übernommen habe. Und ich kann ja nicht, ja, ich muss das Geld ein bisschen aufteilen und gucken, was ich halt mache. Zum Glück hatten wir nur 2 Gegner, beziehungsweise ein Gegner. Also halt auf 4 Gegner auf dieses Feld hier verteilt. Da ist es nicht so schwer, wie wenn das jetzt auch noch ein Gegner ist, weil dann muss man hier, hier und da gucken. Also ging das noch einigermaßen. Ja, hier hat Marlon mit seinen Jagdbombern und seinen 88 mm versucht wegzubomben, weil die ja ziemlich teuer sind. Und teurer als solche Jagdbomber. Dann haben die Gegner gemeint, hier mit keine Ahnung wie vielen leichten Bombern meinen BA-11 kaputt zu machen. Haben sie aber zum Glück nicht geschafft. Währenddessen lasse ich hier mal ein bisschen schwere Bomber kreisen. Das Problem bei diesen schweren Bombern ist einfach, dass die sehr langsam sind. Also für Flugzeuge, wenn man überlegt, die Jagdflieger haben 540 km/h, die haben 270. Das ist schon recht wenig. Das ist ungefähr halb so schnell wie ein normales Flugzeug. Und die feindlichen Jagdflieger, wie schon erwähnt, 540, das ist ziemlich viel. Ja, hier schieße ich die feindlichen Jagdflieger ab, weil wenn die hier so fliehen, dann kann man sie viel, viel einfacher abschießen, weil die Jagdflieger sind effektiver wie meine. Bedeutet, man muss die so gut wie möglich loswerden. Hier sehe ich jetzt aber, dass der Feind meinen Jagdflieger verfolgt, weswegen ich ihn zurück in meine Base fliegen lasse, um den Feind sozusagen meine Luftabwehr reinzulocken, was nicht klappt. Aber jetzt sind die ganzen feindlichen Jagdflieger haben jetzt schon
ihre Pflicht erfüllt und müssen zurück in die auf das Flugfeld, weswegen ich meine Bomber losschicken kann und sie nicht abgefangen werden können. Ich glaube, der Bomber kommt sogar an. Nee, da hat er seine Basis getarnt, aber zum, also beziehungsweise sein Nachschubdepot, aber nicht seine Basis, weswegen ich jetzt einfach mal seine Panzerstellung zerstöre. Im Nachhinein wäre es natürlich viel intelligenter gewesen, das Flugfeld zu zerstören, weil da noch Flugzeuge drauf waren, aber ich denke, das hat auch so einen ordentlichen Schaden erzielt. Und hier opfere ich einen meiner Bomber, der wie viel kostet? Muss kurz gucken. Nein, sieht man es gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel so ein Ding kostet. Wobei, ich kann hier schnell gucken. 35, ja, okay, ich opfer $35 für ein $40 Nachschubdepot. Aber Nachschubdepot gibt ja auch wiederum Geld. Also habe ich dem Gegner schon ordentlich Schaden hinzugefügt. Hier frage ich mich, warum die Bomber nicht meine Kaserne angreifen. Wie ihr seht, ich habe mich jetzt gegen Luftabwehr eingebunkert. Und zwar richtig. Weil, wie schon erwähnt, die Gegner fast alle auf Luftabwehr gehen. Und der hier bunkert sich wirklich richtig übel ein. Nur, wenn man sich halt einbunkert, dann hat der Gegner, ich sag mal, zu viele Freiheiten. Weil er hat sich sozusagen hier so eingebunkert und der ist nur auf Luftwaffe gegangen. Das bedeutet, die komplette Mitte hat uns gehört. Man musste sozusagen bloß ein bisschen Luftabwehr reinschicken und der Gegner konnte einem nichts mehr anhaben. So, ich sollte mal wieder ein bisschen vorspulen. Ja, hier habe ich ein STKFZ gehabt und habe gedacht, ja komm, mit dem stelle ich jetzt einfach mal die Artillerie da drüben aus, bevor die bei dir noch irgendwas kaputt macht. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich auf die Idee gekommen bin. Ich glaube erst, nachdem sie mein Nachschubdepot zerstört haben. Ja, und hier habe ich Panzer 3 gebaut. Ich konnte ja leider noch nichts Höheres bauen, aber ich habe gedacht, gegen hier Haubitze reicht's. Habe ich gleich ein paar gebaut, weil, wie ihr euch denken könnt, hatte ich Geld ohne Ende, weil ich ja für drei Spiele alles übernommen habe. Hier habe ich jetzt mal ein paar Kübelwellen gespammt. Dass ich einfach weiß, was der Gegner vorhat und macht. Ja, ihr seht, meine Luftabwehr ist recht effektiv. Der Gegner kommt eigentlich nirgendwo durch. Ja, hier schalte ich jetzt mit meiner leichten Infanterie seine Artillerie aus. Und dann hat auch schon der zweite Gegner kapituliert. Das bedeutet, es war noch ein 2 versus 2. Wobei Marlon keinen einzigen übernommen hat, was Nachteil sein kann, weil ich jetzt sozusagen alles machen muss. Ja, hier habe ich ein bisschen Artillerie gebaut, um, ich glaube, das Nachschubdepot da kaputt zu machen. Im Nachhinein war es nicht allzu intelligent, weil der Gegner da nur Panzer hat. Na, jetzt versuche ich hier mit meinem schweren Bomber die Luftabwehr, die Artillerie da kaputt zu machen und da der Feind verbündete Ding, also so war der Plan zumindest, der verbündete Jagdflieger da durch ist, schießt keiner mehr auf meinen Bomber. Allerdings hatten die noch genügend Luftabwehr übrig. Ja, jetzt habe ich festgestellt, ja, der Feind hat da ziemlich viel Luftabwehr. Zumindest stelle ich das später mal kurz fest und dann könnt ihr euch denken, was ich dann mache. Und das sieht so geil aus. Das kann ich euch versprechen. Das wird später so geil. Ja, hier kommt der Gegner mit jede Menge Jagdflieger, aber er hat es immer noch nicht kapiert, dass ich auf Panzer und Luftabwehr fixierte bin. Was ein ziemlich großer Fehler war. Und hier habe ich eine kleine Lücke entdeckt. Und zwar, wenn ein Gegner hier durch will, dann kommt er hier locker durch. Zum Glück hat es nicht ausgereicht, um irgendwas kaputt zu machen. Aber jetzt habe ich hier nochmal ein bisschen Flak gespammt und glaube in den Wald hier geschickt. Nicht, dass noch irgendwas passiert. Da habe ich noch ein paar Flak 88 mm gebaut, weil ich hier sehe, dass er mit jede Menge mittleren Panzer kommt. Ich habe gedacht, um meine Flak 88 mm ein bisschen zu schonen, schicke ich mal ein paar Jagdbomber bzw. Stukas rüber. Die haben die feindliche Armee ein bisschen dezimiert. Während die Gegner dann meinen Stukas hinterherfliegen, was einen Effekt hat, dass sie genau in meine Falle reinfliegen und einen großen Teil ihrer Luftwaffe verlieren, beziehungsweise ich einen großen Teil ihrer Luftwaffe unschädlich mache. Ja, hier ist eigentlich nichts passiert, weil ich mich ziemlich auf das hier konzentriert habe. Aber Marlon hat angefangen, Panzer zu spammen. Ein paar britische sind nicht die besten, aber kann sie benutzen. Er hat nur vergessen, dass der Gegner da ein paar Siegfriedpunkte hat. Deswegen ist es ziemlich umsonst. Ja, hier schieße ich noch ein paar feindliche Lees ab. Und der Feind denkt, er kann mit seinen leichten Bombern irgendwas reißen, aber ich hatte einfach zu viel Luftabwehr. Die leichten Bomber können sowieso nicht viel reißen. Hier fliegt aber genau meine Luftabwehr rein. Ja, hier gehe ich jetzt ein bisschen mit Artillerie, Panzerabwehr und Luftabwehr ein bisschen vor, um den Gegner in seiner Basis zu halten und ihm, also ihn unter Druck zu setzen. Mr. Gesichtswurst, der war übrigens, glaube ich, auch im Stream. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es ein Abonnent ist. Auf jeden Fall, hier geht er dann auf Panzerartillerie, was ziemlich böse ist, weil die mir ziemlich viel Schaden anrichten kann. Deswegen habe ich mich so schnell wie möglich mit meinem Flak 88 mm zurückgezogen und die Flak hier habe ich in den Wald geschickt.
Die Artillerie habe ich noch in Schussreichweite gebracht, um die Panzerschutzstellung kaputt zu machen. Und ich habe versucht, mit meinen Jagdbombern seine Priester auszuschalten, nur hat der Gegner einfach viel zu viele Jagdflieger. Aber ich hatte ja zum Glück hier meine Luftabwehr stehen, was ihm jetzt wirklich die Hälfte seiner Luftwaffe kostet. Ich sehe jetzt hier ein Flugzeug nach dem nächsten von ihm stürzt ab. Also der hat da ordentlich Schaden erlitten. Und hier habe ich jetzt angefangen, Artillerie zu spammen. Und jetzt passt auf, was passiert. Der Gegner hat fast nur leichte Einheiten. Zack. Ich glaube, das fand der Gegner nicht so toll, vor allem weil ich hier mit Flak 88 mm kam. Und es war ja nicht die einzigste Salve. Ich konnte immer, sozusagen jede Salve bestand aus 12 Schuss. Hier hat der Feind eine Flak 88 mm in Schussreichweite gebracht und ein paar Panzer 3 von mir zerstört. Aber ich hatte ja noch meine Artillerie und habe damit die dann, glaube ich, demnächst abgeschossen. Ja, hier schalte ich noch die feindliche Artillerie aus. Dann baue ich hier ein paar Flaggen 88 mm, weil ich sehe, dass der Gegner noch mit ein paar gepanzerten Einheiten kommt. Dann sehe ich auch, dass es nur Stucks sind und schicke meine leichten Panzer vor, weil die Stucks nichts gegen meinen leichten Panzer ausrichten können. Und das war es dann auch für die feindliche Artillerie, beziehungsweise hier noch die paar Stucks, aber die sind danach auch am Arsch. Hier bin ich mit meinen Jagdbombern immer wieder rein. Ihr müsst wissen, ich hatte Geld ohne Ende. War es egal, wie viel Geld ich für meine Luftwaffe ausgebe. Ich habe die einfach so zugespammt, halt, dass sie nicht aus der Basis rausgekommen sind. Dann habe ich jetzt meine Flak 88 mm in Reichweite gebracht, weil ich gesehen habe, dass der Gegner jetzt auf Luftwaffe geht und nicht mehr auf Panzerabwehr. Ich habe trotzdem noch Lufttransporter gespawnt, ich glaube, weil ich da beschäftigt war. Ja, hier habe ich dann vom Feind alles Mögliche ausschalten wollen, Siegfried-Bunker etc. Währenddessen gehen natürlich ein paar Haubitzen drauf, aber ich hatte mehr als genug. Ja, hier, was habe ich da gemacht? Ich glaube, eine Weile lang nichts. Da habe ich immer noch meine Luftwaffe mit ein paar Jagdbomben, allerdings bringt die mir gerade nichts. Ja, irgendwann mal bringe ich doch meine Flak 88 mm in Reichweite, aber der Gegner hat hier Luftabwehrpanzer und ist in Reichweite von meiner Artillerie. Und durch mein Artilleriefeuer fliehen die jetzt, bedeutet, es reicht ein Stucker, so ein Stucker mit Fanatismus, um so ein Ding auszuschalten. Und damit ist der Feind so gut wie Luftabwehr los, er hat noch eine Einheit. Ich glaube, ah nee, doch, hier hat er noch eine funktionierende, die jetzt allerdings auch kaputt ist. Bedeutet, der Gegner hat keine Luftabwehr, hat nur noch gepanzerte Einheiten. Und jetzt nehme ich die Chance, also nutze ich die Chance, um ein paar Lufttransporter in den Wald zu schicken, um sozusagen den Feind mit Überfällen kaputt zu machen. Der Gegner hat kapituliert, weil er festgestellt hat, es bringt ihm einfach nichts mehr. Ich würde ihn jetzt einfach nur noch kaputt machen, weil er nichts gegen meine finanzielle Überlegenheit machen kann, sozusagen. Wobei die auch ziemlich am Schwanken ist, weil ich vergessen habe, Nachschubdepots zu bauen. Weil ich zu sehr auf die Offensiven fixiert war, allerdings können die Gegner auch keine Nachschubdepots mehr haben. Das bedeutet, das, was hier noch steht, ist so ziemlich das Letzte, was man produzieren kann. Das bedeutet, man muss auf jede Einheit aufpassen. Und hier seht ihr, mein Plan geht wunderbar auf. Die Elite, die Fallschirm-Elite macht drei Panzer kaputt, währenddessen kann ich eine Flak 88 mm bauen, die feindlichen Panzer zerstört. Hier schicke ich meine Flak 88 mm da unten los, die restliche feindliche Armee zerstört. Und hier gehe ich jetzt rein, die Panzerbasis, was im Nachhinein ein Fehler war, ich hätte Hauptquartier erobern sollen. Und jetzt ist nochmal was passiert, Marlon ist auf das Spiel rausgeflogen. Das bedeutet, es war jetzt noch ein 1 vs 1, und zwar ein richtig heftiges 1 vs 1. Ja, hier seht ihr jetzt, wie ich mit meinen letzten paar Einheiten Artillerie, ja, die Artillerie ist ziemlich geschrumpft, den Bunker hier zerstören, was dann auch klappt. Jetzt schicke ich da meine Panzer 3 demnächst mal vor. Hier bin ich immer noch dabei, das hier alles zu erobern. Ich glaube, ich schicke jetzt Lufttransporter los, ja. Und jetzt passiert eigentlich nichts allzu Interessantes. Da versuche ich mit ein paar Bombern, beziehungsweise mit ein paar Jagdbombern, die feindliche Artillerie kaputt zu machen. Ich glaube, ich baue auch irgendwann mal demnächst Nachschubdepots. Hier ist eine kleine feindliche Offensive mit ein paar Stucks. Allerdings habe ich inzwischen Tiger gebaut. Und ihr könnt euch denken, weil so ein Tiger gegenüber einem Stuck ausrichtet. Nur leider kommt der Gegner mit KV-1. Und mit den Dingern ist echt nicht zu spaßen. Die schweren Panzer der Russen sind einfach ziemlich stark. Hier schalte ich mit meiner Artillerie die Luftwaffe aus, um mit meinen Stucker später ein bisschen was reißen zu können. Und hier habt ihr gerade eben das letzte Verbleibsel der feindlichen Luftwaffe gesehen, die gerade eben abgeschossen wurde. Ja, hier steht jetzt mein Tiger plus ein Flak 88 mm. Und meine Stuckers, beziehungsweise die Stuckers schießen seinen Stucks ab, was im Nachhinein ziemlich dumm ist. Aber ich habe hier wieder dieselbe Taktik, Fallschirmjäger in den Wald, um den Feind sozusagen per Überfall kaputt zu machen, was auch mal wieder ziemlich gut klappt, vor allem mit der Kombination mit Fanatismus. Auf jeden Fall fliehen jetzt alle Feinde, ich habe noch eine Flak 88 mm und einen Tiger, dazu kommen demnächst meine Stucks wieder, was dafür sorgt, dass sein letztes Überbleibsel seiner Panzerarmee ziemlich schnell drauf geht. Und
Ja, das war's das eigentlich schon fast beim Gegner. Jetzt ging es nur noch darum, seine Basis kaputt zu machen, was ich als schwieriger weiß, wie es eigentlich ist. Also schwieriger weiß, wie ich eigentlich gedacht hätte, weil er einfach Luftabwehr ohne Ende hatte und ich Angst hatte, einfach reinzumarschieren. Aber ihr seht, ich schicke jetzt meine ganzen Armeen, konzentriere ich da drauf. Währenddessen baue ich noch ein paar Stukas, also ich habe kontinuierlich irgendwelche Luftabwehreinheiten gebaut. Beziehungsweise, ich habe kontinuierlich Flugzeuge gebaut, weil die einfach die ganze Zeit abgeschossen wurden, aber sehr effektiv waren. Ja, hier sehe ich jetzt, dass der Gegner Einheiten drin hat, aber ich glaube, ich bin da in eine Falle reingeraten. Ja, hier der feindliche Tiger lebt immer noch, beziehungsweise es sind inzwischen zwei. Und der Gegner hätte es eher konzentrieren sollen, weil wäre er mit drei, vier Tigern auf einmal gekommen, hätte er eine Chance gehabt, weil ihr seht, hier ist nicht mehr viel übrig geblieben. Aber ich habe immer noch Luftwaffe ohne Ende, also wäre er auf Luftwaffe gegangen, wäre ziemlich dumm. Und ja, hier seht ihr es, er steht mit Jagdfliegern über meiner Base, kann damit aber nichts anfangen. Aber sie hat später noch was ziemlich Lustiges. Das müsst ihr auch noch unbedingt sehen. Ja, hier gehe ich mit ein paar Jagdfliegern und Jagdbombern durch. Das ist eigentlich schon voll die Verschwendung, Jagdbomber für eine Infanterieeinheit zu benutzen, aber naja. Hier der Tiger flieht, jetzt ist er auch am Arsch. Ich habe das gar nicht gemerkt, ich war so auf das da vorne fixiert. Jetzt gehen wir mal auf ein bisschen mal 10. Auf jeden Fall nochmal wegen dem Livestream. Ich spiele ja eigentlich nie Live Rouge, weil ich öfters mal verliere. Und der Hauptgrund ist eben, wenn ich Live Rouge spiele, dann würde das Video 40 Minuten gehen. Und ich weiß nicht, wer sich das anguckt. Weswegen ich es bevorzuge, im Livestream immer live zu spielen. Ja, gibt ja auch irgendwie Sinn, oder? Auf jeden Fall wäre es mal ganz nett, wenn ein paar Leute zuschauen. Ich weiß, das habe ich schon mal gesagt. Auf jeden Fall ist es halt so, dass umso mehr Leute zuschauen, umso lustiger ist, umso mehr Fragen gibt es etc. Hier versuche ich seine Artillery-Basis auszuschalten, dass er keine Luftabwehr mehr bauen kann. Ich weiß auch nicht, warum ich die Lufttransporter da reinschicke. Ist eigentlich ziemlich sinnlos. Wobei ich glaube, der letzte landet sogar. Ich habe es dann endlich geschafft, die Luftabwehrbasis zu zerstören. Allerdings hat mich das Use gekostet ohne Ende, also Stuttgart. Allerdings, das war auch ein kleiner Fehler von mir. Die falschen Jäger waren ziemlich umsonst. Ist bei mir leider öfters so, dass ich die Aufmerksamkeit verliere, wenn ich kurz vorm Gewinn bin. Was auch öfters dafür sorgt, dass ich kurz vorm Gewinn meistens noch verreck. Hier habe ich jetzt ein paar Haubitzen 150 mm gebaut. Für die Leute, die es nicht wissen, die Dinger können über die halbe Map schießen. Deswegen ich damit jetzt einfach in seine Basis reinhalt. Und theoretisch hätte ich hier jetzt einfach so warten können, bis dann irgendwann mal alles kaputt wäre. Das wäre ein bisschen langweilig gewesen. Also habe ich doch mal ein bisschen Artillerie, also die von nicht so weit kommt, ein bisschen noch nachgesetzt. Habe hier ein bisschen Luftabwehr gebaut. Habe jetzt hier mit den leichten Panzern gerusht. Bin währenddessen mit ein paar anderen Sachen noch da rein, also mit Hughes etc., also Stukas. Und hier ist mir nicht aufgefallen, der Feind hat falsch in die allgemeine Base gelandet. Na doch, da ist mir zum Glück aufgefallen, habe ich ganz, ganz schnell Panzer 3 gespammt, um mein Hauptquartier zu zerstören. Müsst überlegen, der Gegner hat sich jetzt fast da hinten eingezeckt und ich hätte es gar nicht gemerkt. Ja, jetzt schieße ich dann noch ein bisschen mit Artillerie drauf. So wie ich es halt gern mache. Artillerie in die Basis, kann der Feind nichts tun. Ja, es dauert eine Weile, bis Panzer 3 ein Hauptquartier zerstören, habe ich da festgestellt. Auf jeden Fall, jetzt schicke ich meinen Tiger zum ersten Mal rein. Bloß ohne Aufklärung. Ich glaube, die schicke ich erst danach rein. Und der Feind ergibt nicht auf. Er kämpft wirklich bis zum letzten Mann. Also jetzt, er baut immer noch Lufttransporter, die ich irgendwie ziemlich ignoriert habe. Wobei doch, nee, ich habe meine Jagdflieger, glaube dagegen geschickt, weil ich gedacht habe, es wäre ein Bomber. Ja, ich habe jetzt meine Panzer 3, meine Flak 88 mm in der Base drin stehen. Und ein Tiger. Ich meine, jeder normale Gegner hat da schon kapituliert, aber er kämpft weiter. Respekt dafür. Ja, jetzt passiert eigentlich nichts Besonderes. Eben Artillerie in die Basis, ein paar Lufttransporter-Rushs, die. Ich will gar nicht wissen, wie viele Lufttransporter ich da verloren habe. Auf jeden Fall der Gegner, er hat es irgendwie geschafft, hier mein Hauptquartier einzunehmen. Und ich meine, ich habe ihn von hier vertrieben und dann zeckt er sich da ein, nachdem er sich da eingezeckt hat. Also es war schon ziemlich lustig. Ich habe mich da auch, ups, so mein Mauspad, so ein Ding für mein Mauspad. Auf jeden Fall, ich fand es ziemlich lustig und hat dann noch meine halbe Luftwaffe zerstört. Ihr seht das, hat fast meine ganze Luftwaffe zerstört. Also, der ist wie ich. Also ich kämpfe auch bis zum letzten Kübelwagen und besten den Feind noch irgendwie ein bisschen ärgern. Es passiert mir aber leider viel zu oft, dass irgendwelche Leute noch in mein Hauptquartier reinkommen. Ja, auf jeden Fall erkenne ich das dann jetzt, nachdem ich hier die letzte Einheit Luftabwehr ausgeschalten habe. Also ich habe das erst gar nicht bemerkt, muss man dazu sagen. Ich war so auf das fixiert und dann habe ich festgestellt, was? Oh, Fail.
Die ganze Luftwaffe ist draufgegangen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann alles genommen, was ich habe, und einfach da drauf geschickt. Beziehungsweise, ich habe hier noch ein paar Tiger gebaut. Was das immer war, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir es zerstört, das hat $25 gekostet. Und da hat der Feind noch sein letztes Hauptquartier, er tarnt es auch noch. Und jetzt schicke ich halt alles, was ich habe, auf das eine Hauptquartier. Und das war es dann halt eigentlich auch schon. 2 Minuten vor 1945. Da habe ich gewusst, schon eine Frage der Zeit, der Gegner kann jetzt wirklich überhaupt nichts mehr tun. Können wir mal ein bisschen vorspulen. Und das war es auch schon mit einer Fragrate von 1,75 zu 1. Können wir ja noch die Verluste angucken. Davon haben die, die natürlich rausgeflogen sind, am wenigsten. Ich habe am zweiten meisten, und am meisten habe ich Luftwaffe verloren und Gebäude. Dazu noch ein bisschen Artillerie. Frags habe ich natürlich am meisten. Ich habe fast 5000, der zweite plus 2500 und drei Leute haben 0. Und dann die Einkünfte hatte ich auch die meisten. Das hat man, glaube ich, gesehen, dass ich dem Gegner finanziell ziemlich stark überlegen war. Und ja, dann hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Ja, sonst gibt es eigentlich nichts zu sagen. Also dann, ciao Leute.